Oh. Da drehe ich die Maus. Arme Zuschauer, was muss der wohl denken? Und flupp. Ach so, ja, müssen wir mal wieder hier hin. Highlights. Garten. Haben wir eigentlich ein Zimtbäumchen, Schuki? Ein Zimtbäumchen habe ich. Gut, dann müssen wir ein bisschen Zimt ernten. Mal gucken, Soja, Soja, Soja. Ach halt, Soja haben wir ganz viel auch da hinten irgendwo gehabt, ne? Ich bin aber auch ein bisschen. Dein Schleimbäumchen hast du also gefunden, sagst du. Ja. Dann mal ein paar Pina Colada noch mal machen. Kann die Schmersch auch noch mal vorbeibringen. Erstmal die Sojabohnen, erstmal die Pflicht und dann die Kühe. So, wenn wir hier Sojabohnen haben. Na, sag ich doch. Guck mal hier. Ganzen Arsch voll Sojabohnen. Einen ganzen. Ganzen, ja. Der quillt schon über, der Arsch. Ja, diese Schulkerkiste scheint mir tatsächlich nur so eine Dekotruhe zu sein, ne? Die irgendwie interessant aussieht. Und sich so komisch dreht. Müsst ihr mal gucken, für die Schulkertruhe gut ist. Sieht erstmal interessant aus. Für ein. Wie heißt das? Für ein Labor oder irgendwie sowas. Wer weiß. Für irgendwas muss es ja gut sein für irgendwas. Erstmal ein belegtes Baguette reinpfeifen und nochmal eins. Dann müssen wir das belegte Baguette wieder mitbringen. Weil ich hab nur noch zwei. Bevor ich auf dem Weg nach Schmersch verhungere, ist das natürlich dann nicht so angebracht. Wir müssen dann noch so ein Rentiergehege erstmal noch bauen, ne? Bevor wir die Rentiere holen. Hast du denn deinen Rudolf wiedergefunden, Schoki? Nee, den suche ich gerade. Jetzt muss ich erstmal kochen, dann kann ich mich um Rudolf kümmern. Es ist eh dunkel draußen. Das ist egal. Ich werde mal ein bisschen Ananas ernten und ein bisschen Kokosnuss und dann mache ich die Pina Colada. Bring ich den Schmersch vorbei. Pina Colada. Ja, Pina Colada. Nuss Kokos. Zack. Zack. Zack, 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 zack. Ach, ich finde diese Kristalle so schön. Wie schön die immer klingeln. Bitte doll, ne? Ja, die klingeln so schön. Da, 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 da. Ach, Ananas brauche ich doch noch, ich Blödmann. Jetzt vergesse ich noch die nasse Anna. Ich fasse es ja nicht. Wo haben wir Ananas? Lass mich mal kurz überlegen. Wo haben wir Ananas? Keine Ananas? Aber wir haben Ananas angebaut. Karotten. Bin ich jetzt blöd? Tomate, Tomate, Tomate. Doch vorhin Ananas gesehen. Ach, die wachsen noch. Okay, gut. Dann müssen wir gucken, ob wir so Ananas haben. Doch bei mir in meiner Küche im Lager. Ja, man kann auch erstmal ernten. Man muss sich immer den bequemen Weg gehen. Mango habe ich gefunden. Okay. Haben wir einen Haufen Früchte, haben wir noch gar nicht groß verwendet. Kann das sein? Ich weiß gar nicht, was man mit Tomatillo macht für ein Gericht. Granatenapfel haben wir auch. Ananas. So, wie geht jetzt Pina Colada? Das will ich jetzt wissen. Pina. Kennt er so gar nicht. Hat das wieder so eine tolle Schreibweise?
glaube ja, ne? Ja. Weiß ich, also, ja. BI. Genau. Da haben wir es. Genau. Jetzt machen wir mal hier. Zack und zack und zack. Habe ich Pinakulade gemacht. Schatz, ich geh zum Schmärsch, jetzt einen saufen. Das wird heute spät werden. Ja, ja. Wenn du voll bist, bis Pisspot, dann kannst du gleich auf dem Kanapé liegen. Ja, ja. Passt schon. Wie Pisspot. Da brauche ich nur so einen Engel daneben. Da kriegst du ja gleich eine Narkose, die reicht ja gleich für drei Operationen. Da schläft man aber gut. Ja. Oh ja. Bin froh, dass du das nicht im echten Leben machst. Nee, danke. Bitte nicht. Brauche ich nicht. Das ist nämlich eklig. So, jetzt werden wir mal den Schmerz sein Feld da mal vollpacken mit Sojabohnen, ne? Ja. Schmerz, warst du schon mal im echten Leben mal so richtig voll? Ja, klar. Ach, ja, natürlich. So. Ehrensache. 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 Ja. Aber es ist immer die Frage, halt nur, wie man es auch so im Griff hat. Ne? Ich finde es immer was. Also es gibt ja Leute, ne, die sind diese Pegeltrinker, die trinken ja nicht, weil sie gern mal so, sondern die haben halt 2 Promille, gehen aber stur geradeaus, ne? Weil ja, ja. Dann sind die erst normal. Das ist Wahnsinn. Ja. Das ist krass. Pina Colada. Pina Colada. Blub. Und ein Feld von Sojabohnen. Wahnsinn. Ja, genau. Na dann Prost, würde ich sagen. Ja, ich hab ein bisschen vollgefressen gerade. Ich krieg nichts mehr rein. Schon witzig. Ja, Pina Colada isst man mit dem Glas. Rapp. Also schön hier. Dann habe ich ja hier demnächst ein schönes Sojafeld und dann kann ich das als Ersatz, ja, genau. Cool. Mhm. Ich weiß nicht, was du vorhast. Also ich will jetzt Zwiebeln. Ja, genau, Zwiebeln. Ja, muss man sehen. Ich weiß nicht, wo du mit Rudolf da bist. In Highland will ich noch bei uns zu Hause. Welche Richtung muss ich da fahren? Richtung Norden. Fahren. Rein. Nein, Zwiebeln. Ja. Pfefferkörner. Ach, du hast so eine schöne Küche. Oh, da hängt der Schinken dran. Ne? Aus dem Küchenstudio aktuell. Ah. Ja. Schön. Sieht klasse aus. Und ich braten hier. Schmerz privat. Och, private Sachen gibt's nicht. Nicht wahr? Haushaltskontrolle. Wie viele Void-Äxte hast du denn hier drin? Ja, krass, oder? Genau, die sind so, diese Void-Äxte hier, die haben sie da mal alle gedroppt, ja, die. Ja. Kobalterz habe ich noch, was man so alles noch so hat. Und hier ist noch ein Mann, das du, das nehme ich mir noch mal direkt. Was hast du denn? Eins von diesen, von einem, was du mal gekocht hattest, so. Dieses Miner Stew. Das ist gut, ja. Das ist ja, das ist schon echt, das haut ordentlich rein und hält eine Weile vor und hat ja auch noch irgendwie so ein paar extra Kräfte, ne? Das ist schon genau, echt cool. Genau. Einzelne Manko, du brauchst Lapis dazu, Gold und sowas. Wenn man genug davon hat, kann man so ein paar Sachen mal machen. Das ist ja nicht verkehrt. Guck mal, der Schmerz hat jetzt Stühle, blaue Stühle. So. Kugelfische hat er. Das wird aber im Schmerz hier. Also ein bisschen. Ja. Walnuss-Rosinenbrot hat er auch. Meine Güte, was ist denn hier? Das hat hier. Ja, das habe ich gekauft vorhin. Das Walnuss-Rosinenbrot habe ich gekauft, Chili. Ach, die Gomorrah Fashion Burger, die sind auch nicht schlecht. Die Vanishing Burger, die sind gut. Steak mit Pommes, ja. Ne? Hat schon was, ne? Mhm.
Lorbeerkuchen auch immer was Feines. Ja, so zum Nachtisch ist das Ding nicht verkehrt, ne? Ja, auf jeden Fall. Nimmt man auf jeden Fall immer mit. Kurz in den Garten gehen. Schöner. Ach, da oben sind ganz viele schwarze Kristalle noch, ey. Ich muss das mal wieder lassen. Ja, das ist an der glatten Felswand da oben. Wir müssen da hinkommen. Schnell. Ja. Das sind noch mehr Kristalle. Ich gucke mir mal Schukis Ankunft in Silberburg mal an. Es kann sich nur um Stunden handeln. Wird wahrscheinlich. Die wird im übernächsten Stream wahrscheinlich erst ankommen. Stimmt. Komm nachher nochmal vorbei, Smash. Okay. Solido bei dir. So, ich bin in Silberburg. Wo ist Schoki? Unterwegs nach Silberburg. Verpiss dich. Wo ist meine Schokolade? Das ist mir scheißegal. Du Loser, ey, da hat so eine schlechte Laune, der Kerl. Der ist ganz frech, ne? Ey, es geht ja gar nicht. Der wurde schlecht geschissen, hat vielleicht noch ein. Ja, kann auch, wahrscheinlich. Kann auch sein. Ne? So, warte auf die Antwort von Schoki? Ich guck mal auf die Karte, wo sie sich gerade rumdrückt. Wo ist sie denn? Ich sehe sie nirgendwo. Wo ist denn Schoki? Wo reitet sie denn lang? Ja, wo ist sie denn? Ah, sie kommt gerade rein ins Örtchen. Wusste ich so, dass ich mich. Da kommt sie. Wo kann ich denn Rudolf parken? Wo sind die anderen Rentiere? Weggerannt. Nein, ey, bist du schon wieder abgekommen? Oh, ey, das ist ein Kreuz. Ja, Schwamm. Bleib doch mal. Hey. So, wo sind die Rentiere? Da müssen wir hinterherkommen. Ja, wenn du mal weg bist, kann ich nicht schlecht hinterherkommen. Wo eierst du rum? Ach, da eierst du rum. Ah, da sind sie doch. So, wie komme ich jetzt rein? Ja, mit der Space-Taste drauf zuhalten, Space-Taste, dass er springt und reingeht. Ah, ich bin drin. Ja, siehst du. Sehen wir mal Rudolf mal angucken? Er hat eine rote Nase, ich weiß. Wissen wir jetzt. Ja, vorhin ist Rudolf da. Rudolf. Genau, kommen wir zum nächsten Thema. Weihnachtsgeschenke schon besorgt? Nee, noch nicht. Nee. Ja, ich werde mal wohl jetzt in der Vorweihnachtszeit ein bisschen. Also, ich bin. Zwar nicht so ein exklusiver Lego-Bau, wie, also ich werde mir einfache Sets kaufen, aber ich habe ein bisschen Bock, so ein paar Sets zu basteln irgendwie. Es gibt so von Lego so dieses Elfenhaus und so. Oder das heißt Elfen-Clubhaus. Genau. So. Und da will ich mir ein, zwei Sachen, vielleicht noch was von Harry Potter, so ein abends schön sitzen, ein bisschen Lego puzzeln, top. Ja, genau. Ganz entspannt. Macht immer Spaß. Ja, finde ich auch. Ich möchte wahrscheinlich einen Lego-Schiffbogen mal bauen. Das ist cool. Schwibbogen liebe ich ja. Ich auch. Meine Mutter hat den so schön, ne? Marke hat den jetzt in die Tonne gefeuert. Ich hab den mir zu geben. Na, das ist eigentlich zu schade sogar zum, ja. Ja, doch. Da kennt doch meine Mutter nichts. Wenn die wieder Kackblauen hat, dann ist das schon blöd. Ja. Wir haben damals mal Schrank bei ihr ausgeholt, ne? Und wollte die Schirr loswerden und dann rausgeschmissen, wo sie dann bloß wurde. Auch nicht schlecht, ne? Ja. Weißt du noch, Schatz? Oh, toll. Bin begeistert. Mach ich auch nicht nochmal mit, ey.
Ich fand es bei der ersten Folge richtig spannend, wie ich hier mit Schuki gewartet habe, wie ihr alle nach und nach hier gespawnt seid in der neuen Welt. Ja. Ich hab's auch sehr schmackhaft gemacht mit den vielen Bildern und sowas. Ja, du hattest auch so ein auch so eine Art einen Teaser gemacht, ne? So eine Art Vorankündigung. Genau. Das war auch cool. Ja, spätestens da habe ich gedacht, jetzt wird's aber Zeit hier. Dauert schon viel zu lange, ne? Ja, aber es wird immer besser, der Spawnpunkt. Von Mal zu Mal immer besser. Ja. Aber es ist auch echt eine Menge Arbeit, ne? Erstmal einzuebnen und sowas. Weil dann nimmt man sehr kreativ muss die Zinkerswerkzeuge, dann geht das ganz gut. Aber irgendwann bist du zu schnell für den Server, komm hinterher, dann sind die Blöcke weg, aber dann sind sie wieder da. Ja, ist immer so. Ich kann immer noch keine Pina Colada trinken. Cool. So. Schoki ist wieder da. Was macht der Schmersch gerade? Ich gucke mir gerade die Pflanzen an. Der Soja wächst ganz fleißig. Eine ist schon ausgewachsen. Wunderbar. Zwiebeln habe ich angepflanzt. Ganz wichtig. Brauchst du sonst irgendetwas Besonderes an? Ich habe zwar schwarzen Pfeffer, aber wie kann ich den anpflanzen? Du brauchst ein Bäumchen für. Ah, ein Pfefferbäumchen, alles klar, dann gehe ich mal auf Suche. Ja. Höhe senken, sonst habe ich soweit alle, denke ich, nur das Wichtigste erstmal da. Ja, guck hier, hier ein bisschen. Gegenüber ist doch hier langsam Pam's Harvest Garden hier. Yippie! Ab ins Wasser wieder. Und die haben wir ja auch noch, da kann man auch mal ein paar Sachen weg ernten, stimmt. Guck, was haben wir hier? Sonnenblumen? Was ist denn das hier für ein Garten? Weniger Garten, was kommt denn da raus? Können wir mal ernten hier. Oh, bin ich wieder voll. Du bist voll? Gibt's Winterkürbis, nehmen wir weg. Chilischote habe ich. Chili hört sich gut an. Chilischote. Und sonst noch irgendwas? Kartoffeln hat der Schmersch? Hier müssen wir das hier abernten, einsammeln. Okay, vieles, was hier ist, das kriege ich gar nicht rein. Schade eigentlich, muss ich mal einen Rucksack für nehmen. So, was haben wir hier? Wir haben Weizen für den Schmersch. Paprika haben wir. Karotten, Mais haben wir. Gurke, Gerste, Erdbeeren, Zwiebeln. Ich bringe jetzt einfach alles mal mit. Ich so habe. Ja, ein bisschen was wieder für den Schmersch. Das haben wir noch nicht wieder gehabt, okay. Dann bringe ich das mal ihm noch mal vorbei. Oh, wieder ins Wasser. Wann bin ich heute aber sauber? Naja. Wie naja? Naja. Naja. Was hast du von mir? So, jetzt schnell zum Schmersch. Bin ich wieder vorbei. Quietsch. Einmal Treppe hoch wieder. Wird Zeit, dass er hier bei der Fahrschule einbaut. Du meinst so barrierefrei, ne? Ja. Ich pack mir zu. So, ich habe hier Senfkörner für dich. Ich habe Artischocken.
Ich habe Elderbeeren. Ich habe Pastinaken. Kartoffeln, na gut, das kennst du ja. Hammer. Ich habe Flachs, mit Flachs kannst du Seile machen. Ah, oder halt Fäden. Mhm. So, und jetzt weiter. So. Dann habe ich einen Winterkürbis, Erdnüsse, also für Erdnussflips, ne? Passend für Pina Colada. Kopfsalat, Mohrrüben, Mais, Gurken, Chilischoten. Wenn die es gerade auf Erdnussflips, das wäre es. Oh. Wir haben welche da, Schmersch. Boah. Erdbeeren habe ich, Zwiebeln, Gerste und Amaranth. Was man damit macht, weiß ich nicht. Mal kurz ein paar Büsche geplündert. Sam's Housecraft. Ah, jawohl. Ja, ich glaube, da muss ich auch mal ein paar Sachen mal. Hier sind ja auch einige. Mal abernten, mal gucken. Na klar. Ja. Soll ich dir noch was vorbeibringen? Ja, alles gut jetzt gerade. Okay. Alles gut. Das ist auch irgendwo noch was gab. Stimmt. Wo war denn das? Nee, war hier hinten rum, war das raus. Bin ich der Meinung. Ja, da hinten. Und auf der anderen Seite auch sowas mit Frozen Garden oder so. Irgendwo war doch hier was gewesen. Da lang. Was ist denn das hier? Rohbau, ja, nicht abgesperrt? Was? Nein. Elternhaften für ihre Kinder, weißt du doch. Ach so, dann geht's ja. Upsala. Nee, hier war das nicht. Da auch nicht. Das habe ich auch mal bei dir gesehen, das war ich doch. Gehen wir nochmal schön nochmal runter hier. Ja, was ist mit dem Schiffsanleger hier los? Immer noch nicht weiter. Ach, Großbaustelle. Was ist denn das hier? Kanal eingebaut? Hier ist auch nichts. Aber wo war das denn? Bin ich jetzt blöd? Das sind Pflanzen. Hä? Ich hab's doch bei dir irgendwo gesehen. Wo waren das? Da auf der anderen Seite habe ich schon mal welche gesehen. Warte, was gucken, was futtern hier? Auf ein anderes Säto. Oh. Riesige Treppen. Die sehen nicht nach Dien, so und so. Oh Mann, ey. Das wird hier Auflagen geben. Oh weia. Ja, das hagelt Einwände hier. 5 Stunden Zeit, das zu beheben. Ih, es regnet ja. Wer hat hier nicht aufgegessen? Eine neue Treppe und geht die denn hin? Okay, hier ist es mal trocken. Hier stelle ich mich erstmal hin und esse erstmal was. Hier geht es dann wieder runter. Spawnt der Schmerz denn hier? Ich wollte quasi jetzt hier rüber zu dem anderen Berg da, zu dem Mittelfinger rüber bauen. Zum Mittelfinger? Mhm. Mhm. Interessant. Zum Mittelfinger. Was ist das denn hier? Wo habe ich die denn gesehen? Die war irgendwo am Rand vom Berg waren die, ne? Oder? Ja, auf der anderen Seite. Die könnte ich dir zeigen. Müssten. Sind auch jetzt nicht so wirklich.
Gut. Wenn der Schmerz nicht buddeln kann. Ja, einmal durch den Berg und drunter durch. Drüber weg. Nehmt ihn zuerst den Berg weg und dann den Chiselmod. Das ist gemein, ne? Das wäre sehr gemein. Also fies. Ich glaube, das war hier runter. Dann geradeaus irgendwie so die Ecke, ja. Das haben wir ja auch mal gesehen. Grande Katastrophe der Degi. Ja, was nicht, dann könnte es hier oben gewesen sein. Nee, ja, ist hier oben. Ist was. Frostiger Garten ist hier. Wo bist du denn? Du bist noch weiter oben. Wo bist du gerade? Nee, du bist weiter unten irgendwo, ne? Da bist du. Entschuldigung. Kuckuck. Kuckuck. Was? Schön, frostiger Garten. Was gibt's denn hier denn so Tolles? Hier gibt's Steckrüben, Quinoa und Sellerie. Oh ja. Kann man ja auch mal mitnehmen. Bringen wir auch erstmal wieder zurück. Aua. Ach, ich kenne mich beim Schmerz aus. Ha! Oh. Wie bist du denn so schnell gewesen? Die verborgenen Pfade. Naja, war mir klar. Baumwolle, daraus kannst du auch Fäden machen, wenn man welche braucht. Steckrüben. Huckleberry, Roggen haben wir hier für Korn, ne? Kohlrabi, Quinoa und Sellerie. Ja, aber den habe ich auch noch gefunden, ja. Ja, ja, jetzt kannst du aber Spinat kochen, oder? Spinat ist aber auch was Feines. Oh ja. Schöne große Pfanne, Blattspinat mit ein bisschen Schinkenspeck, Zwiebeln, Knoblauch, Spiegelei dazu. Oh, Spiegelei. Oh, lecker. Können gerne machen. Gerne. Da kauft man 2 große Tüten Blattspinat und was bleibt am Ende von übrig? So gut wie gar nichts. Ja. Aber ich habe auch als Kind schon Spinat gerne gegessen. Ich weiß gar nicht, manche mögen ja gar keinen Spinat. Ich hab's irgendwie, ich hab's gemocht, ja. Spinat. Spinat ist lecker. Aber nur den Blattspinat, diesen pürierten für Zahnlose, den kannst du als Smoothie machen. Den brauchst du nicht mal mehr pürieren, kannst du gleich so durchziehen. Ja. So, ich gehe jetzt mal wieder zurück, Schmersch. Alles klar. Brauchst du irgendwas anderes Besonderes? Nö, alles gut. Ein Bäumchen oder sowas? Ein Baumfrucht? Oh, ich habe Tomaten und Kräuterhäschen gekommen. Hm, kriege ich eigentlich mal Hunger hier. Du hast doch erst Abend vernünftig gegessen. Wir reden jetzt fast 2 Stunden nur über Essen. Ja. Da darf man doch mal hungrig werden, oder? Oder Schmersch, wie siehst du das? Ja, das animiert dann natürlich, ne? Mhm. So, wenn man übers Essen spricht, oh ja. Schoki, die Sojabohnen schon mal pressen oder ins System so rein? Schon mal pressen. Mach ich. Jetzt habe ich Safran noch und Safranpflanze, aber die sind von Plants. Damit kann man nicht viel was anfangen, ne? Mhm. Da mal Nudeln. Gibt ja auch Sisalpflanzen von Biomes Oplenty, die kannst du auch dann nehmen, ne? Für Seile oder sowas. Für Fäden, besser gesagt. Okay, ja. Finde ich eine ganz gute Sache, wenn halt, weil in dieser Welt war ja anfangs die Monster nicht so reichlich vertreten. Und das ist so, dann ist das nicht verkehrt. Dann hast du die Sachen immer noch mal dabei. Kannst du woanders mal herholen. Über Baumwolle oder sowas. Es gibt sogar einen Fadenbaum im Biomes Oplenty, das geht auch. Okay, Fadenbaum. Hm? Ein Spinnennetz drin, erntest du Spinnennetze, hast du Fäden. Ach so, das ist gut.
wieder ein neues drin. Was hast du denn jetzt gemacht? Tomaten weiter hin. Ach so. Aber mit Parmesan bitte. Ja, mit Parmesan. Du sagst, wir haben ein Zimtbäumchen, ja? Ich habe ein Zimtbäumchen. Ja, und wo ist das? Okay. Wir könnten ja schwer mal Pfefferbäumchen machen, oder? Ah. Pfefferkorn, was machen wir dann? Bäumchen? Brauche ich bestimmt wieder so ein Baumsetzling, ne? Ich schmerz mal schnell so ein Pfefferbäumchen. Dann muss er uns natürlich auch sagen, wo er das dann hin haben will. Oder wir packen ihn ins Lagersystem, soll er selber mal gucken. Genau. Jetzt machen wir mal Pfefferbäumchen. Hast du mal ein Wort dafür? Ein Setzling und dann sehe ich gerade drei Pfefferkörner. Ach, so geht das. Okay. Ach, Setzling, drei Pfefferkörner. Okay. Dann muss ich mal los. So geht das. So geht das. Dann muss ich die zwei Pfefferkörner nochmal holen. Vom Baum. Ich denke, wie wir angefangen haben, hier auf dem Server zu bauen, wie das vorher aussah, wie es jetzt aussieht. Einer die ganzen Pfefferkörner geerntet hier schon, okay. Gut, dann gehe ich wieder rein. Außerdem regnet es ja auch. Ja. Ich habe heute die Pizza aufgegessen, bitteschön, ja?